Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen, den neuronalen Netzen und dem Cross-Entropy-Error. Das ist der Error, den ihr oder die Error-Funktion, die ihr wahrscheinlich benutzen wollt, wenn ihr die wunderschöne SM-Funktion, Softmax-Funktion benutzen wollt. Okay, und so sieht da aus. Also das hier oben ist die Error-Funktion, das hier unten war schon mal mein Getippsel, weil die Ableitung, das Ganze mit dem Hinschreiben dauert immer so ein bisschen. Und euch so tausendmal pausieren, wenn ich hier gerade irgendwas babbel, ist nicht so geil. Okay, also kurz zum Cross-Entropy-Error. Wir werden das hier auch nicht mehr so ausführlich machen wie beim letzten Mal. Sigmoid ist wie gesagt immer noch das Wichtigste überhaupt. Und ihr könnt die Error-Funktion und die verschiedenen Aktivierungsfunktionen, also die verschiedenen Fees, für die Schichten auch unterschiedlich wählen. Das heißt, ihr habt vielleicht in der Output-Schicht einen Cross-Entropy-Error und einen Softmax und in der Hidden-Schicht und in der Input-Schicht Sigmoid-Funktion. Kann alles sein, ist euch überlassen und je nachdem muss man auch meistens ausprobieren, was tatsächlich am geilsten funktioniert. Also in dem Fall geht probieren tatsächlich über studieren. Das habe ich wirklich auch so lernen müssen. Okay, genug davon. Zum Cross-Entropy-Error kann ich jetzt euch Folgendes sagen. Es ist einfach eine Summe und zwar summieren wir, also es dreht sich mal wieder hier um unser Input x. Und was wir machen wollen, ist natürlich messen, wie groß der Fehler ist. Naja, und das tun wir, indem wir über alle aufsummieren, also quasi alles, was diesen Error produziert am Ende, summieren wir auf. Und zwar y ist das, was es tatsächlich sein sollte, also unsere überwachte Ausgabe. Das heißt, wenn ihr eine Klassenzugehörigkeit b habt, in unserem Beispiel hier, dann wäre b hier gleich 1. Das heißt, eure y-Ausgabe wäre hier 0. 1, 0 und so weiter, 0. Okay, das heißt, das wäre y. Yk bedeutet die Ausgabe von eurem Kartenneuron. Also, wir haben hier zum Beispiel als Ausgabe das zweite Neuron. Das hier wäre dann y2. Das wäre 1, wenn euer Buchstabe ein b ist, wenn wir jetzt von Schrifterkennung oder sowas reden. Und das hier wäre y1, das wäre dann 0. Das hier wäre 0, das wäre y3 und so weiter und so fort. Okay. So, Logarithmus von OK, OK habe ich euch auch schon ein paar Mal erklärt, das ist der Output von dem Kartenneuron, das heißt, was wird berechnet, also wirklich berechnet von eurem neuronalen Netz für das Kartenneuron als Output, das heißt über diese Phi-Funktion und so weiter und so fort. Okay, plus 1 minus und dann eben quasi nochmal dasselbe, also hier sozusagen das Gegenstück zu dem hier, damit wir auch einen vernünftigen Error haben. Okay, das ist die Cross-Entropy-Funktion. Vielleicht kennt sie der ein oder andere aus der Mathematik, aber ansonsten, ich möchte da jetzt auch nicht so besonders lange drauf eingehen. Wichtig ist noch die Ableitung, denn wie gesagt, wir brauchen die Ableitung immer, wenn wir irgendwie Backpropagation machen wollen. Und hier haben wir dann eigentlich eine relativ angenehme Ableitung, denn wenn wir nach OI ableiten wollen, also hier nach OI, naja, dann haben wir tatsächlich die ganze Summe hier fällt weg. Nur ein einziges von diesen O's bleibt stehen, nämlich OI. Also zum Beispiel, wenn jetzt I gleich 2 ist, wir summieren hier über alles von 1 bis 128.000 auf, dann bleibt insgesamt nur O2 stehen und alles andere fällt weg. Das heißt, die Summe bleibt weg. Das ist sehr praktisch. Was dann am Ende noch stehen bleibt, ist Minus und dann natürlich die Ausgabe YI, weil wir hier das I-te Neuron haben. Ja, das Minus bleibt jetzt mal da oben stehen, okay, ist in Ordnung, brauche ich jetzt nicht unten. Und wir teilen durch OI die Ausgabe, also ihr erkennt vielleicht die Ableitung vom Logarithmus noch, falls ihr euch erinnert. Die Ableitung vom Logarithmus war 1 durch den Inhalt, da wir hier bei OI sind, weil alle anderen gleich 0 sind, haben wir hier YI, das ist das, was oben steht, das ist einfach so ein Faktor, und 1 durch OI, das heißt das, was ich gerade hingeschrieben habe. Und jetzt dasselbe noch für die andere Seite, plus und dann eben sozusagen 1 zu 1 dasselbe übernehmen. Also ich kopiere das hier tatsächlich mal 1 zu 1 wieder. So, dann haben wir hier YI, ja gut, muss man halt noch eine Klammer drumherum setzen. Und dann 1 minus YI schreiben. Und unten genau dasselbe, wir schreiben hier 1 minus und machen die Klammer zu. Super, das heißt, wir haben hier unsere wunderschöne Ableitung, die wirklich sehr angenehm ist. Also ich glaube, die war wirklich leicht zu berechnen. Und wenn wir jetzt das Ganze bei der Backpropagation machen, dann brauchen wir natürlich noch die Ableitung nach NetJ eigentlich. Die habe ich euch schon ein paar Mal gezeigt, wie die zustande kommt. Was dann im Endeffekt bei rauskommt, seht ihr jetzt. Wir leiten hier jetzt nicht nach OI ab. Wie gesagt, die OI-Ableitung, die brauchen wir dafür, sondern wir leiten nach NetI ab. Achso, ich bräuchte vielleicht eine neue Zeile. Okay, wir leiten nach NetI ab. Und wenn wir das Ganze nach NetI ableiten, brauchen wir, wie gesagt, diese OI-Ableitung.
Und ja, ich erspare euch einfach mal den ganzen Kram. Wir schreiben hier minus y, upsala, klein natürlich, y i plus o i. So, das ist das, was bei rauskommt bei der Ableitung, wenn ihr nach net i ableitet. Okay, und ja, damit könnt ihr direkt eure Weight-Updates durchführen und ihr habt es nicht so anstrengend wie bei den letzten Videos, wo ihr mir bis zum Ende folgen musstet, damit ihr wisst, was rauskommt. Gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, das war eigentlich sozusagen die zweitwichtigste Error-Funktion und die zweitwichtigste Aktivierungsfunktion. Sigmoid nicht vergessen, die ist immer noch sehr, sehr wichtig, deswegen haben wir die auch so ausführlich gemacht. Gut, nächstes Mal geht es dann wahrscheinlich um Deep Neural Networks. Kleine Einleitung dazu natürlich nur. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.